Wir sind jetzt beide barfuß. Barfuß. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir fahren barfuß Rolltreppe. Ja, ungewohnt. Tatsächlich ist es gar nicht so unbequem. Es vibriert leicht unter den Füßen. Was hast du in Südafrika gemacht? Ich drehe in Südafrika meinen Diplomfilm, gerade an der Filmakademie. Genau, also es geht um eine illegale Minenbesetzung. Es geht eigentlich darum, dass im Westen von Südafrika Diamanten abgebaut werden. Und jetzt gerade die schwarze Bevölkerung oder ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung, die dort native sind, eine Mine geentert haben. Und die jetzt besetzen und dort anfangen, nach Diamanten zu diggen. Also das ist ein völlig verrückter Ort. Mittlerweile sind da 3000 Menschen. Und ja, das Verrückte daran ist, dass da plötzlich alle zusammen diggen nach diesen Diamanten. Also der Polizeichef bis zum Bürgermeister, bis zum Gangmember so. Und alle gemeinsam Loch an Loch graben sozusagen nach dem großen Glück. Das ist ein wahnsinnig mystischer, unglaublich universeller Ort. Also insofern, dass da ganz viele Leute eben gestrandet sind auf der Suche nach Glück. So. Und damit konnte ich mich total verbinden. Ja, richtig cool. Du hast auch schon heute in einem Interview, da ging es über den Film Young Hope, wo Schülerinnen ausdrücken, wie krass sie den Druck von der Schule und vom System verspüren, gesagt, dass du das voll nachvollziehen kannst, dass so, dass du zu deiner Schulzeit auch das gespürt hast und dass Kreativität unterdrückt wird und dass man sich seine Kreativität wieder zurückerkämpfen muss. Ja. Ist da Reisen ein Weg für dich oder wie machst du das? Ah, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ich glaube, dass Reisen schon immer auch eine Form von Auseinandersetzung mit vorgefertigten Bildern, die man so aus der Schulzeit mitkriegt oder von seinen Eltern mitkriegt, dass das schon was ist, um sich damit zu beschäftigen und das zu reflektieren. So, also ich glaube, die Initialzündung, was mich irgendwie viel zum Reisen gebracht hat, so, lag, glaube ich, eher in meinem Elternhaus, also in meinem relativ, sage ich jetzt mal, sehr eher konservativen Elternhaus. Und ja, wo ich einfach immer das Gefühl hatte, also alles, was mir da erzählt wird, muss ich eigentlich selbst hinterfragen. So. Was ich vielleicht auch noch sagen kann, ist, also für mich ist die Auseinandersetzung mit Randgruppen irgendwie immer sehr wichtig. Also ich beschäftige mich gern mit Menschen, wo andere Leute vielleicht nicht sofort hingucken wollen oder bin einfach auch angezogen von solchen Menschen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich teile da viel mit Gruppen, die sozusagen eigentlich in der Gesellschaft nicht auftauchen dürfen. So. Aber die es eben gibt. Also so wie jetzt in meinem Film Nachtwanderer. Letztendlich hat das Saskia Walker ja ganz toll beschrieben, irgendwie ein Außenseiter-Sittenbild ist so. Ne? Also, und ich finde, sowas entspricht oder erklärt halt auch viel aus einer Gesellschaft heraus, so, wenn man da hinguckt. So. Und ich glaube, dann muss man auch erstmal das Gute sehen so in den Menschen, um auch irgendwie an den Kern zu kommen, wo man vielleicht was verändern kann. Und ich glaube, da spielen halt Filme eine große Rolle, so, dass man irgendwie an Leute auch rantritt und versucht, sie zu verstehen, um dann halt auch, ne, also sich gegenseitig zu verstehen und irgendwie was daran zu ändern. Ist das der Grund, warum du Filme machst? Der Grund, warum ich Filme mache? Also da gibt es bestimmt ein paar so. Aber ich glaube, es ist eine wahnsinnige Lust am Zugucken auch einfach. Also Neugier. Und ich meine, das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk. Also ich habe das jetzt gerade wieder gedacht, in Südafrika einfach auf so einem Diamantfeld zu stehen und einfach mit den Leuten in diesen Löchern sitzen zu dürfen so und in ihr Leben gucken zu dürfen, wo ich gerade 8000 Kilometer irgendwie um die Welt geflogen bin und einfach zu spüren, dass wir trotz allem eben Menschen sind so und uns auch was verbindet und verbinden kann. Und also diese Momente sind einfach so wahnsinnig kostbar, dass ich einfach sagen würde, ich würde keinen Job der Welt dafür eintauschen. So. Also steckt bei dir auch immer ein politischer Grund unter deinen Filmen? Na, ich würde sagen, eher sowas wie ein menschlicher Grund so. Also ich glaube, ich mache ja jetzt nicht unbedingt nur politische Filme so. Ne? Also das ist, glaube ich, Politik und wie Menschen leben, glaube ich, geht ja irgendwie einher. So, ne? Es ist ja irgendwie verbunden miteinander. Und insofern ist natürlich dann, wenn jetzt heute bei Nachtwanderer irgendwie ich da jemanden entdecke, der irgendwie sich sehr eindeutig rechts positioniert, so, wird das natürlich in irgendeiner Form politisch, obwohl mein erstes Interesse an ihm eigentlich ein anderes war. Nochmal, um auf die Szene zurückzukommen, wo sich ein Protagonist in einem Film
eben gegen Geflüchtete ausspricht und sich da schlechter Stereotype bedient. Also du hast es extrem objektiv dargestellt und einfach so stehen lassen und unkommentiert. Was ja auch irgendwo wieder kontrovers ist, ob man so einer Meinung quasi damit nicht eine Plattform irgendwo gibt. Also ich finde es total gut, dass du die Frage stellst, weil ich ehrlich gesagt heute die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass jemand diese Frage stellt, weil das eine riesige Auseinandersetzung war, natürlich im Schnittraum vor allem. Und dann war das aber so, dass natürlich das Konzept des Films erstmal war, wir lernen die Leute so kennen, wie sie sind. Und diese Aussage, die er da trifft, war Teil unserer Entdeckung. So, und ich glaube, wir haben eigentlich durch die Form, die wir dann gewählt haben, nämlich eigentlich so ein Vorklapp und ein Nachklapp und seinen Kommentar, uns schon sehr eindeutig positioniert. Also ich glaube, es gibt niemanden, der jetzt sagt, wow, das ist aber ein toller Typ. Aber ich wollte trotzdem, weil das auch Teil deutscher Realität ist, so die gerade passiert, ihn in diesem Film haben. So. Also für mich war das einfach klar, dass er da reingehört, so in dieses Sittenbild. Okay, danke. Es war auf jeden Fall sehr schön, jetzt barfuß Rolltreppe zu fahren. Das ist so, es hatte irgendwie tatsächlich was so vom Lustwandeln, kennst du das? So wenn man so so philosophisch bei den Jesuiten zum Beispiel immer im Kreis wandelt, weißt du so? Und dann so über so Sachen redet, das hat eigentlich was ganz Nettes. Ja.